So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Etwas verspätet, aber nachbörslich ist nachbörslich. Zunächst einmal auch mal kurz wieder der Risikohinweis. Die ganzen Videos und die Analysen, die auf dem Desktop veröffentlicht werden, stellen keine Anlageberatung dar. Jeder ist für seinen Trade natürlich selber verantwortlich. So, dann kommen wir auch zum DAX und zu den US-Indizes. Der Tenor war heute bzw. an dem Wochenende, dass die US-Indizes Korrekturbedarf haben. Zunächst einmal war hier der DAX. Das Setup wollte ich vorstellen, kam dann eben nicht dazu, da der Markt, bevor das Video veröffentlicht worden ist, durch den ganzen Stopp und durch die ganzen Widerstände durchgegangen sind, kurzfristig. Auch das anschließende Long-Szenario, wo hier ein Kauflimit dann bei 9.638 lag, wurde nicht ausgeführt, denn der DAX kam da nicht mehr runter, dann wurde es gestrichen. Und im Endeffekt wäre hier jeder Long-Einstieg erstmal richtige gewesen. Erst gegen 17 Uhr etwa oder 16.40 Uhr gab es dann größeren Verkaufsdruck. Das war dann natürlich den US-Indizes geschuldet, der Abgabedruck. Wenn man jetzt hier schon mal die Wochenkerze, ich habe ja dann einen größeren Artikel veröffentlicht, dass noch eine zweite Wochenkerze kommen sollte, eine schwarze. Die ist jetzt schon da, aber wir haben ja erst Montag. Zwischendrin sah es natürlich nicht so aus, aber hier ist jetzt erstmal die Kerze und auch der, kann man auch hier kurz im Tageschart anschauen, scheiterte hier an dem Hoch vom 7. April. Und sieht jetzt gut aus für den morgigen Tag, dass sich hier die Korrektur eben fortsetzt, wie gewünscht. Hier ist die gewünschte Kaufzone eingezeichnet. Womöglich eben auch schon bei 2015. Die optimalere oder die schönere wäre eben bei 2008 bis 2002 Punkten. Also hier werden dann noch Kauflimits in den Markt gelegt, aber aktuell wären das jetzt hier noch rund 2 oder 1,5%, wo der Markt korrigieren sollte. Wie auch hier im DAX noch am Wochenende das Chartbild oder dem Video veröffentlicht worden ist, das Chartbild erst über 9.800 Punkten wäre hier womöglich der Weg frei bis wieder 10.140 Punkten. Nachbörslich steht der DAX jetzt, beziehungsweise der Future, bei 9.676 oder 81 und da muss man rund 20, 30 Punkte abziehen. Also stehen wir rund bei 9.650, so in etwa. Hier liegt im DAX eben ein Kaufbereich erst bei 9.400 Punkten vor. Allerdings zeigte eben der DAX heute ein bisschen Stärke, nachdem er am Vormittag hier direkt hier das Gap geschlossen hat bei 9.530 Punkten und dann kam ja der Short Squeeze zustande. Zum Gold und zum Silber war ich ja immer noch bullish oder eigentlich schon sehr lange bullisch eingestellt. Gold konnte sich jetzt hier bei bis 1260 erholen. Und der Abschuss war natürlich Silber, konnte sogar die 16 Dollar wieder zurückerobern. An der Mittagsanalyse stand hier Gold bei was bei 1550. Gut, hier darf man wirklich auch gespannt sein, wie sich das hier noch nach oben auflösen kann.
Allerdings der richtige Kaufdruck dürfte erst ja, über 16,50 stattfinden. Kommen wir kurz noch zu den, ja, kurz zum Nasdaq noch. Hier sollte morgen dann der Index unter 4.450 fallen und dann eben anschließend eine markante Unterstützung, die markante Unterstützungszone bei 4.390 Punkten erreichen. Wäre hier ein ideales, eine ideale Kaufzone. Dann eben noch schnell zu RWE. Hier konnte oder hier schloss jetzt die Aktie über der Wolke, über dem Rainbow-Indikator und über dem Abwärtstrend. Diese Aktie ist für mich jetzt definitiv ein Kauf. Das Risiko könnte man auch schon bei 7, bei 10,75 legen, den Stopp. Allerdings hier natürlich klar, unter dieser Zone sollte die Aktie nicht zurückfallen, dann wäre das gleich ein Fehlsignal. Allerdings warte ich hier noch eine Kerze ab, um zu sehen, dass hier auch der Ausbruch nachhaltig ist und beim möglichen Rücksetzer wieder an 11, 60, 70 zurück. Hier wäre dann ideal einzusteigen für ein, vielleicht für ein Monsterkaufsignal. Zu der Frage, die Frage kam ja im Stream auf oder im Chat, was ich von SMR Solar halte. Hier gab es auch jeweils eine Analyse auf dem Gotmo Trader. Und ich denke, ich habe es ja auch hier vorgestellt. Also jedes Mal ist die Aktie hier an der Oberkante eben abgeprallt nach unten. Hier folgte dann ein Ausbruch mit einem Gap. Das war natürlich hier schwierig zu handeln. Die Kaufzone ist auch nicht erreicht worden. Auch nicht später hier oben. Jedenfalls nicht ganz. Also hier wäre eben ein schön antizyklischer Einstieg denkbar gewesen an dem EMA 200. Und nun ist für mich hier das Chartbild eher uninteressant, liegt in der Mitte des Abwärtstrendkanals. Im Prinzip erst ein Ausbruch da nach oben wäre interessant, doch die Muster geben das womöglich erstmal noch nicht her. Also hier wäre immer noch ein Absacken, ja sogar bis 37,30 denkbar oder möglich. Wenn man allerdings hier noch eine Art Trendlinie einzeichnet, könnte es eben auch nur noch mal Richtung 41 € gehen. Nichtsdestotrotz sind hier die Muster nicht ganz so schön. Aber wäre jetzt für mich eher ein Kauf als ein Verkauf. So, dann hätten wir es für heute. Wie gesagt, im Laufe der Woche kommt nach und nach mehrere Setups rein. Aber das Wichtigste wäre jetzt, dass eben der S&P und der Nasdaq sich der Kaufzone annähern. Danke und bis morgen.